dann geht's weiter mit Need for Speed. Und wir machen heute ein bisschen Story-Mode. Und zwar ein Vorschlag. Nein, nicht von mir, sondern von Aina. Mal gucken, was sie vorhat. So, wo ist die? Da oben. Wenn jetzt so die 240 kriegen wir noch hin. Wir müssen eben ein bisschen sparen für ein Auto. Wo ist der Typ nicht, dass er abspringt? Hey. Na großartig, das hat gerade noch gefehlt. Warte mal. Die Nachrichten, sind die von ihr? Vermutlich, ne? Das werden wir gleich erfahren. Ach, scheiß drauf. Du willst deinen Wagen wohl nicht wiederhaben. Oh. Ganz genau, Torres. Wir haben dich mit dem Geld gesehen. Wir wissen alles über den Scheiß, den ihr hier abzieht. Du denkst, du kannst uns verarschen? Kannst du nicht. Diese Aktion von neulich Nacht war ein Fehler. Habt ihr euch mal gefragt, wem das Geld gehört hat? Jemandem, der jetzt richtig angepisst ist. Wem? Nicht wem. Wir hören nicht auf sie. Frank Mercer. Er will euch finden und ausschalten lassen. Ach ja? Dann such nächstes Mal einen ruhigeren Treffpunkt aus. Du denkst, deshalb bin ich hier? Ich habe nichts davon gewollt. Es geht zu weit. Er geht zu weit. Irgendjemand muss ihn stoppen. Sollte das nicht dein Job sein? Klar, ich schreibe einen Bericht und was dann? Glaubt ihr, er hat keine anderen Cops auf seiner Seite? Es gibt nichts, was ich tun könnte, aber mit euch wird er nicht gerechnet haben. Okay. Tut uns leid, dass dein Boss so ein Arschloch ist. Aber ich denke, wir halten uns da raus. Danke. Und dein Bruder, wie sieht er das? Hey, wow, 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 wow. Er hat damit nichts zu tun. Gar nichts. Hör zu. Er wird da nicht mit aufhören. Versteht ihr das? Und ich kann ihn nicht ewig zurückhalten. Also müsst ihr handeln, und zwar schnell. Das ist eure einzige Chance. Was machen wir also? Jetzt gerade? Sollten wir zusehen, dass wir abhauen. Ich schicke euch einen Standort. Was? Wofür? Sie verschieben Ware. Folgt ihnen, dann seht ihr es. Der Rest liegt bei euch. Hm. Okay, das war jetzt nichts Großartiges. So, das heißt, wir haben. Oh, super. Fritz oder stirb. Okay, habe ich irgendwie eine Möglichkeit, da oben mal irgendwie hinzuspringen? Da oben ist eine Tankstelle, ne? Ah, ne, das ist das Rennen, okay. Dann habe ich hier keinen Rekord, okay. So, dann gehe ich da oben hin. Weil da komme ich wieder, kommt irgendwie um die Ecke. Okay, dann schauen wir, kriegen wir doch gerade wieder eine neue Info rein. Irgendwo am Hafen treffen wir uns. Kriegen wir eine Info um Aina. Und zwar hier, ne? Ja, Verfolgungsgesetz ist. Okay, nehmen wir das mit. Perfekt, dann nehmen wir das mit. Weil dann will ich erstmal das abschließen. Bevor ich jetzt irgendwie einen neuen Teil der Story anfange, möchte ich jetzt gerne einfach weitermachen. Fährst du jetzt hin? Ich will möglichst viel über Torres rausfinden. Wir müssen wissen, mit wem wir es zu tun haben. Da sind wir bei 145.000.
Ich will halt irgendwann mal auch wieder, müssen wir noch mal ein neues Auto kaufen. Ich muss mal gucken, was wir kriegen. Die ganzen teuren Wagen, die kriegen wir auf jeden Fall sehr, sehr spät. Die Corvette, McLaren und. Also, momentan da noch nicht in die Richtung. Wir gucken mal, dass wir zum nächsten Offroad-Wagen holen. So, das gibt noch wieder dicke Kohle. Und los geht's. Mit dem nächsten Teil, Verfolgung des Gesetzes. Gut, dass ich nicht rangegangen bin. Es war Jordan und sie ist sauer. Warum das denn? Weil alle nur noch über Shaws Abgang reden und wir im Rampenlicht stehen. Da, wo wir auch hingehören. Oh ja. Hey, da kommt er ja. Worauf warten wir noch? Folgen wir ihm. Verlier ihn nicht aus den Augen. Oh, ich muss weiter ran, Mann. Müssen wir mal gucken, was die da fabrizieren. Hey. Okay. Schon schief gehen. So ziemlich alles. Steht in der Nachricht auch, wohin wir diesem Kopf folgen? Nein, aber wir werden es wohl rausfinden. Und hoffentlich überleben. Hey, er fährt ins Containerdepot. Falsche Zeit, falscher Ort, okay? Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich glaube nicht, dass die hier Strafzettel verteilen. Schlüssel bekommen. Wenn wir weiterfahren, sehen sie uns. Lass uns denselben Weg zurücknehmen. Vorsicht! Reiß dich zusammen! Hast du was über Torres rausgefunden? Nicht viel. Außer, dass sie zu Mercers Einheit gehört und sie den Scheiß schon eine Weile machen. Nur ist es jetzt außer Kontrolle geraten. Vielleicht sagt sie ja die Wahrheit. Kann sein. Die Frage ist, was hat der vor? Frag mich, wieso man mit sowas anfängt. Geld, Status. Kommt mir bekannt vor. Hey, wieso schon wieder viel gedrückt? Also wenn ich mir wenigstens sagen würde, was Sache ist, ne? Wenn wir weiterfahren, sehen sie uns. Lass uns denselben Weg zurücknehmen. Vorsicht!
Hast du was über Torres rausgefunden? Nicht viel. Außer, dass sie zu Mercers Einheit gehört und sie den Scheiß schon eine Weile machen. Nur ist es jetzt außer Kontrolle geraten. Vielleicht sagt sie ja die Wahrheit. Dann rein. Geld, Status. Kommt mir bekannt vor. Kannst du mal die Spur halten? Warum auch immer. Warum auch immer. Wenn wir weiterfahren, sehen Sie uns. Lass uns denselben Weg zurücknehmen. Vorsicht! Hast du was über Torres rausgefunden? Nicht viel. Außer, dass sie zu Mercers Einheit gehört und sie den Scheiß schon eine Weile machen. Nur ist es jetzt außer Kontrolle geraten. Vielleicht sagt sie ja die Wahrheit. Komm rein. Frag mich, wieso man mit sowas anfängt. Geld, Status. Kommt mir bekannt vor. Ich weiß nicht warum. Wenn wir weiterfahren, sehen Sie uns. Lass uns denselben Weg zurücknehmen. Das war jetzt, okay, das war jetzt klar. Aber ich wüsste, dass die Sache ist. Sehen Sie uns. Lass uns denselben Weg zu. Reiß dich zusammen! Hast du was über Torres rausgefunden? Nicht viel. Außer, dass sie zu Mercers Einheit gehört und sie den Scheiß schon eine Weile machen. Nur ist es jetzt außer Kontrolle geraten. Vielleicht sagt sie ja die Wahrheit. Kann sein. Ich frage mich, wieso man mit sowas anfängt. Geld, Status. Kommt mir bekannt vor. Die Frage ist, wie geht das, ja? Dreckiges Auto da. Ach so, ich muss eh hier parken. Leise jetzt, sonst bemerkt er uns. Weil ich nicht hier geparkt habe, habe ich weil das Ding verloren oder was? Geredet? Nein. Wir haben schon
schon früher gestritten. Aber nie so. Ich lasse ihn lieber eine Weile in Ruhe. Irgendwas verschwand ihn. Irgendwas über ihn und Papi. Dachte, zwischen ihnen lief's gut. Das habe ich anders erlebt. Er hält offenbar bei der Halle an. Lass uns hier warten. So, haben wir die Mission jetzt geschafft, oder was? Nein. Das ist dann wohl die Ware. Wir müssen ganz schön Gas geben, wenn wir dranbleiben wollen. Reiß dich zusammen! Ich glaube, ich kenne die Besitzerin des F40. Echt? Was ist passiert? Dasselbe wie bei mir. Der Wagen wurde beschlagnahmt und ist dann spurlos verschwunden. Sieh dir das an! Der Arsch fährt, als wäre das sein Wagen. Hat das jemand gemeldet? Das würde sowieso nichts bringen. Da steht Aussage gegen Aussage. Und uns glaubt hier keiner. Ist ja nicht so, dass es auffällig ist, wenn man die ganze Zeit das von dem folgen. Sieht total egal aus. Finden wir es raus. Vorsicht! Die Wagen hier müssen ein Vermögen wert sein. Ich hatte Rennen gegen ein paar von denen. Heilige Scheiße. Ist das krass. Auf jeden Fall, ja. So krass wie ein Kofferraum voll Geld. Das ist... Leise! So eine Scheiße! Dein Auto wirst du wohl nicht wiedersehen. Diese Wichser. Scheiße, du hättest sein Gesicht sehen sollen, als ich alles aufgeladen habe. Er war kurz vorm Heulen. Das hätte Frank gefallen. Okay, ich helfe Torres. Das Arschloch Mercer. Wir halten ihn auf. Scheinbar auf ihn. Wenn wir das machen, brauchen wir einen Plan. Ja. Uns fällt schon was ein. Durchaus nicht ganz uninteressante Wendung der Geschichte. Das ist schon mal klar. Wir haben es also mit einem korrupten Kopf zu tun. Gut, das war sowieso klar von Anfang an. So, das Gesetz haben wir verfolgt, haben abgeschlossen, gut Geld gemacht und gut Erfahrungspunkte gemacht. So, gut. Wir sind fast Level 20 mittlerweile schon. Ich glaube, einen haben wir jetzt mittlerweile abgearbeitet. Wir haben nichts mehr so weiter an Story Mode. Nee, haben wir nicht. Gut, dann helfen wir uns jetzt. Machen wir weiter. Nämlich mit der guten. Roshni heißt sie, glaube ich. Das werden wir dann aber definitiv auch erst in der nächsten Folge machen. So, dann nehmen wir das mal mit und gucken wir mal, wie wir noch ein bisschen tunen können in dem Auto. Dass wir dann wirklich dieses 140 mal irgendwie reinkriegen. Ich weiß, unser Streit war heftig. Aber Anna hat sich immer noch nicht bei mir gemeldet. Und ich rufe sie bestimmt nicht an. Aha.
Okay, das Supersteuergerät ist größer, ist besser als das Pro Plus Steuergerät. Aha. Okay, dann bauen wir das nicht ein. 37, wir bauen die Superkühlung ein, dann haben wir 227. Warte mal, die Pro ist ja besser. So, 231, zack. Super, super, super. Aber super, neuer Auspuff rein. Kann ich den Motor wechseln schon? Ja, 23 erst, okay, das haben wir noch nicht eingebaut. So, dann bauen wir nämlich noch was Neues ein. Ja, wir kommen noch nicht. 27 erst. Okay, dann bauen wir das noch nicht. Aber das kann man noch lassen. Chassis. Streckenfahrwerk. Ich brauche nur noch gar nichts. Warte mal, super. Super. Die Pro haben wir ja mittlerweile. Die Superbremsen. Für die Strecke, ne? War das was, glaube ich? Fürs Racing. Super, also Racing. Mal gucken. Aha. Dann setzen wir sie ein. Bringt ja nichts, aber egal. Machen wir dann. Genauso wie die Bremsen, die brauchen wir auch. Und die Reifen. Straßenreifen. Rein damit. Super. Antrieb. Den brauchen wir nicht. Warte mal. Elite Plus. Ein Achtganggetriebe. Dann hauen wir den hoch. Pam! Achtganggetriebe. Rein damit. Was ist denn das andere überhaupt? Siebengang, okay. Wir brauchen nehmen das Achtganggetriebe. Super Streckendifferenzial. Aber ja, eh schon drin, ne? Hilfs-Item. Ich krieg die Reparatur jetzt noch nicht rein. Die müssen wir, kriegen wir auch erst am 23 drin. Okay. Wir bauen das ein. Was haben wir hier? Schadenserhöhung. Okay. Wir nehmen trotzdem. Ja, doch, wir nehmen die Nitro-Erfüllung. Wenn ich ehrlich bin, ist mir das gerade ziemlich sicher. Nitro-Lersprung, Wift, Wetteranfall, Streifenpuppe. Kannst auch nehmen. Auf jeden Fall rein damit. Genau, dann nehmen wir das, nehmen wir sogar das mit rein. Das Radarstörfeld. So sind wir nämlich deutlich schwerer zu finden für unsere Gegner. Sehr gut. So, genau. Und dann machen wir Feierabend. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann gucken wir mal, was wir dann als nächstes machen. Ich denke, dann machen wir noch ein bisschen Tag und dann machen wir nämlich die eine Mission mit Rushdie weiter. Bis dahin, auf Wiedersehen bei Let's Play Need for Speed Heat.